Es wird Zeit. Jujutsu Kaisen ist am Start. Wir reden wieder drüber. Chapter 257. Sukuna wird jetzt so ein bisschen auf die Fresse gehauen. Das wird ganz, ganz doll episch. Tell me, who is Yuji Itadori? He's Kenjaku's creation. It's a Kenjaku's thing. He wouldn't create a child without a reason. Na, kommt Kenjaku Baby wieder? Hat er seine Finger noch im Spiel? Ich weiß es nicht. Kriegen wir hier den All-for-One-Plot? Wird er nach Sukuna wieder hervorkommen und sagen, ich bin noch da? Ah! It's likely that his little affair was with the reincarnation of my other half. I believe we share the same soul. I think it was in the womb, wasn't it? But before starving to death, I consumed that other half of me still in the womb. Other half of Master Sukuna still exists. I rejected the fate of being born a twin. Meaning, his soul wandered around until it reached Kenjaku. Coole Page. Gibt so ein bisschen diese Yuji Chozo-Vibes, ne, aus Shibuya. Das mag ich. Das ist cool. Black Flash! Bam! Macht ihm aber nicht so wirklich was aus, ne? Also er hat ja auch letztes Mal den Black Flash gegen die Wand kassiert, ne? Scheint er sich auch schnell davon erholt zu haben. Also hier ist Sukuna. Noch ein Black Flash rein. Yuji Itadori has two cursed techniques. Blood manipulation was engraved within him after taking the death painting worms from 4 to 9. And the awakened states brought by the black flashes. The shrine that had been engraved as the reincarnated body of Ryomen Sukuna. Depending on the era and the sorcerer's mentality, there may be some differences, but still, how the fuck? Somebody das sagt. As you've just learned, the energy input is weak. But now the most problematic thing is his keen sense. Do you want to use the curse tool left by Nanami? Do as you please, why are you asking us? No, it's just you and Nanami are old friends, aren't you? You've known him longer than I have. Well, yeah, but ever since we graduated from the technical school, you've seen him more, Ino. All this back and forth. He's more complicated than I thought. And when we returned, he was already in his third year, right? Think it would be better if Ino went to... Besides that, seriously, you're the one Nanami trusted the most. Number 4. Der war ja, glaube ich, noch nicht bekannt von seinen 4 komischen Viechern, die er da kontrollieren kann. Ja, Ino, bester Mann, Digga. Einmal hier ist Sukuna geone-shottet. Ah, okay, never mind, wird einfach zerkattet hier. Louis fucking Brad, he's been using Black Flash like it's nothing for him. You're going to keep up this combo on me? Also, Yuji hier, auch wieder die Seite im Gesicht, genauso wie bei Sukuna. Ist cool. Black Flash, noch ein Black Flash. You Brad. Oh, jetzt wird er aber sauer hier, ne? Jetzt wird er hier aber sauer. But hey, I did a pretty good job considering the kind of guy I am, right? Muss man ihm lassen. Er hat sich wirklich länger geschlagen als so manch anderer, der krasser ist als er. Black Flash. Boom. Like a king, but superior. Ja, end. Wichtig. Das gefällt Sukuna gar nicht. Das finde ich geil, dass Sukuna hier die ganze Zeit auf die Fresse bekommt. Yuji macht hier links, rechts, die ganze Zeit. Ein Black Flash nach dem anderen. Geil, Digga. Das ist ein cooles Chapter. Keine Pause nächste Woche. Übernächste Woche wieder Pause. Wegen Magazinpause. Oh, das wird so Peak im Anime werden. Aber weißt du was, Riker? Du darfst nicht vergessen, dass das wieder in Filmen vorkommen wird. In Filmen aufgesplittet. Oder in 5 Jahren dann Studiowechsel. Nächste Woche Nobara Comeback. Hör auf, das wird nicht passieren. Es ist krass, dass diese Zwillingstheorie wirklich stattgefunden hat. Nur halt nicht so, wie die Leute sich das vorgestellt haben. Ich weiß noch, heute Morgen wurde erst gesagt, dass Yuji der Zwilling sein soll. Dann wurde es umgeändert. Übersetzungsfehler. Und Jin Itadori ist halt die inkarnierte Version vom Zwilling von Sukuna. Also so gesehen kann man über mehrere Ecken sagen, dass Yuji gegen seinen Onkel fightet, was ich cool finde. Das sieht mir stark danach aus, dass Yuji auch noch andere Techniken von Sukuna bekommen wird. Also ich kann mir da vorstellen, wenn hier in dem Chapter schon von dem Schrein geredet wird, dass er auch vielleicht die Domain Expansion drauf haben könnte.
Vielleicht kann er die Feuerfähigkeit von Sukuna, das Fuga. Vielleicht wird Sukuna selber noch dazu kommen, die Fähigkeiten einzusetzen. Hat er ja bisher auch noch nicht gemacht, dieses Fuga. Hat er bisher noch nicht eingesetzt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, jetzt, da wir ja wissen, dass Yuji über Ecken, über mehrere Generationen mit Sukuna verwandt ist, wird das sehr wahrscheinlich so sein, dass er auch die anderen Techniken gegen ihn beherrscht. Ich denke, er wird es schaffen, dass Megumi aus Sukuna rauskommt, aber Sukuna wird noch nicht besiegt sein in den nächsten Kapiteln 100%. Naja, 8 Black Flashes sollten doch reichen, oder? Und dann verstärkt noch mit Soul Punches. Also du merkst ja auch an Sukunas Reaktion, dass ihn das immer weiter zu schaffen macht. Ne? Er rastet hier aus. Okay, ist nicht 1:1 übersetzt, aber auf jeden Fall, der Editor hat hier am Ende ja gesagt, dass oder spricht davon, dass Yuji Sukuna übertreffen würde, so. Ob das wirklich stimmt, keine Ahnung. Aber es geht auf jeden Fall die Richtung. Sukuna wird immer schwächer, Yuji wird immer krasser. Ich glaube auch nicht, dass Sukuna jetzt im nächsten Kapitel down geht. Auf gar keinen Fall. Dafür muss noch zu viel kommen. Vielleicht zündet Sukuna wirklich noch jetzt mal so langsam seine letzten Asse. Und vielleicht noch den Merger irgendwie, keine Ahnung, oder verbindet sich mit dem Merger oder so. Ja, weiß nicht, ob das noch 15 Kapitel so geht. Also vielleicht noch 15 Kapitel, wenn er jetzt noch eine nächste Form erreicht, wenn er sich irgendwie mit dem Merger kombiniert oder wenn Megumi da jetzt rausgeht und Sukuna dann noch übrig bleibt als Einzelner und so. Hat er dann noch die Heian-Form so, wenn Megumi dann so da mäßig raus ist? Weiß ich gar nicht. Mein Call ist, Yuji wird den Malevolent Shrine einsetzen und die Fuga-Technik. Oder jeweils eins davon und Sukuna setzt das andere ein. Keine Ahnung. Ich sag aber, Yuji wird eine der beiden Techniken einsetzen, wenn vielleicht sogar beide. Jetzt durch dieses Kapitel wieder, wo Kenjaku wieder erwähnt wurde mit Jin Itadori und so, ne, kann es halt wirklich sein, dass er wiederkommt. Ich fand den Kenjaku-Moment ja ultra scheiße, ne? Wie der down gegangen ist, fand ich ja wirklich Arsch. Aber ich bin ehrlich, selbst wenn er jetzt wiederkommt, würde ich auch nicht so geil finden. Jetzt ist auch schon wieder so ein bisschen bei Kenjaku die Luft raus, so, dass ich mir dann denke, oh nee, dann hätte man ihn auch gleich so lassen können, dass er dann jetzt so einen Move macht. Ja, aber okay, muss man gucken, wie man es macht, ne? Aber ja, weiß nicht. Ich habe dann so den Eindruck, dass sie es ähnlich machen wie bei All for One in My Hero. Es ist wirklich so 50-50 bei GG Akutami, kannst du das nie predicten. Wer hätte gestern gedacht und damit gerechnet, dass er die Zwillingstheorie auspackt? Also for real. Also im Leben hätte ich damit nicht gerechnet, dass er das auspackt und dass er das in den Manga integriert. Wirklich nicht. Ja, für mich war vom Feeling her auch Kenjaku mal der Final Boss und nicht Sukuna. My Hero hat es vorgemacht. Wird Jujutsu Kaisen nachziehen oder nicht? Wir werden sehen. Ja, JJK auch wieder mit einem absoluten Berserker-Kapitel am Start. Holy shit. Nächste Woche geht's genauso weiter. Und dann eine Woche Magazinpause. Dann pausiert einfach alles, Chat. Boah, ich hasse die Golden Week. Golden Week ist immer Content. Content-Loch. Weil dann eine Woche alles pausiert. Alles. Nicht nur Shonen Jump, sondern auch Shonen Magazine. Das heißt, ich habe nicht mal Four Nights. Ja, ich bin sehr gespannt. Das wird krass werden. Lange wird Jujutsu Kaisen nicht mehr gehen. Aber sag das auch nicht zu laut, weil möglicherweise kommen noch 30 Runden mit Sukuna oder Kenjaku. Wer weiß.